Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine neue Anleitung für dich und zwar ein Lebkuchenmännchen. Und wenn du den mit einer Schlaufe versehen würdest, könntest du ihn auch für den Weihnachtsbaum nutzen. Und solltest du noch Fragen haben, Hilfe brauchen, dann frag mich bitte sehr, sehr gern. Und damit wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal dann. Hoffentlich. Tschüss. Du brauchst Wolle in Braun und dann so die Farben, die du gerne benutzen möchtest. Ich habe wie immer eine 3,5 bis 4 Stärke genommen, mit einer Häkelnadel 2,5. Dann beginnst du mit einem Fadenring. Und ich hoffe, du kannst erkennen, wie der funktioniert. Ansonsten empfehle ich dir einfach mal auf YouTube nach Fadenring zu gucken. In diesen Fadenring häkelst du dann 6 feste Maschen. Am Ende ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte er sich zwischendurch mal auflockern, kannst du ihn immer wieder festziehen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, also ein Stück Wolle in einer anderen Farbe, und häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Du verdoppelst also jede Masche. In der nächsten Runde wird dann jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, in die erste kommt eine feste Masche und in die zweite kommen 2 feste Maschen. Und das wiederholst du die ganze Runde lang. Das heißt 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt verdoppelst du jede dritte Masche und das heißt natürlich, dass in die ersten beiden jeweils eine feste Masche gehäkelt wird und in die dritte kommen wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt verdoppelst du jede vierte Masche und das heißt natürlich, in die ersten drei kommen jeweils eine feste Masche. Und in die vierte kommen 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Möchtest du den Kopf noch größer haben, dann kannst du aber auch in der nächsten Runde jede fünfte Masche verdoppeln und daraufhin dann jede sechste Masche verdoppeln, also je nachdem, wie groß dein Kopf denn werden soll. Jetzt häkelst du 6 Runden lang ganz normal in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, dann wird wieder abgenommen. Und zwar nehmen wir jetzt jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Das heißt, in die ersten drei kommen ganz normal jeweils eine feste Masche und die vierte und fünfte wird dann zusammen abgenommen. Und das funktioniert so: Du stichst in die vierte Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die fünfte Masche ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle drei Schlaufen durch. Und damit hast du eine Masche abgenommen. Und das wiederholst du ebenfalls die ganze Runde. Solltest du allerdings jede fünfte verdoppelt haben, dann musst du jede fünfte und sechste abnehmen. Wenn du jede sechste verdoppelt hast, jede sechste und siebte. Dann wird jede dritte und vierte Masche zusammen abgenommen. Das heißt, in die erste kommt eine feste Masche und in die zweite kommt eine feste Masche. Die dritte und vierte werden dann wieder zusammen abgenommen, genauso wie zuvor auch. Und das wiederholst du ebenfalls die ganze Runde lang. Jetzt kannst du schon mal ein bisschen ausstopfen und dann wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen. Wie das Ganze funktioniert, solltest du ja inzwischen wissen. Ich sag's trotzdem gerne nochmal. In die erste kommt eine feste Masche und die zweite und dritte wird wie zuvor zusammen abgenommen. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird jede erste und zweite abgenommen. Das heißt, wir nehmen alle Maschen ab und das funktioniert ebenfalls wie zuvor auch und das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann beendest du das Stück mit einer Kettmasche, das heißt, du stichst in die nächste Masche ein und ziehst es gleich durch die Schlaufe durch, kannst den Faden dann abschneiden und ziehst ihn komplett durch und damit ist das Stück fertig.
Jetzt brauchen wir noch die Beine und hier habe ich wieder mit einem Fadenring und 6 festen Maschen begonnen. Und hier verdoppelst du jetzt wieder jede Masche, das heißt in jede Masche kommen 2 feste Maschen. Wenn du das hast, dann häkelst du 6 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, beendest du das Stück wieder mit einer Kettmasche. Das Bein brauchst du natürlich 2-mal, aber bei dem 2. Bein machst du keine Kettmasche. Wenn du dann beide Beine hast, dann nimmst du sie dir jetzt und jetzt häkeln wir die zusammen. Und das ist einfacher, als es am Anfang erscheint. Hab einfach ein bisschen Geduld, wenn es nicht gleich funktioniert. Und du stichst jetzt in das andere Bein rein, in eine Masche. Holst du den Faden und hast jetzt diese 2 Schlaufen. Und dann nimmst du dir nochmal den Faden und ziehst ihn durch die 2 Schlaufen. Und jetzt häkelst du einfach drumherum. Und das machst du insgesamt 3-mal. So, wenn du die beiden Beine zusammengehäkelt hast und die 3 Runden insgesamt gehäkelt hast, dann mach eine Abnahme. Also ich mache eine Abnahme, du kannst mit den Abnahmen aber auch bis ganz nach oben warten, je nachdem wie die Form für dich sein soll. Ich nehme jede 3. und 4. Masche zusammen ab und das mache ich, weil ich anscheinend 2 Maschen übersehen habe. Normalerweise wäre es jetzt jede 4. und 5. Ich verlinke dir in der Infobox mal eine Häkeltafel, wo dann steht, wie viele Abnahmen du machen musst, beziehungsweise wie viele Zunahmen du machen musst, um auf eine gewisse Zahl von Maschen zu kommen. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen. Dann häkelst du 6 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Nach den 6 Runden mache ich die restlichen Abnahmen. Und da ich ja vorher jede 3. und 4. Masche abgenommen habe, nehme ich jetzt jede 2. und 3. ab. Das heißt, in die 1. Masche kommt eine feste Masche und die 2. und 3. nehme ich wieder zusammen ab. Das funktioniert natürlich genauso wie vorher auch und das wiederhole ich die ganze Runde lang. Jetzt nehme ich jede 1. und 2. Masche ab und das funktioniert natürlich auch wie vorher. Ich steche in die 1. ein, hole mir den Faden, steche in die 2. ein, hole mir den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und auch das wiederhole ich die ganze Runde lang. Am Ende machen wir wieder eine Kettmasche und damit ist der Körper auch erstmal fertig. So, das Lebkuchenmännchen soll jetzt noch ein kleines Hütchen bekommen und ich habe hier wieder mit einem Fadenring begonnen und 6 feste Maschen in diesen Fadenring gehäkelt. Und jetzt mache ich erstmal eine feste Masche, dann mache ich ein Stäbchen, das heißt ich mache einen Umschlag, steche in die Masche ein und dann hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch 2 Schlaufen, hole mir wieder den Faden und ziehe ihn durch die 2 Schlaufen. Und dann mache ich noch ein Doppelstäbchen und dafür mache ich 2 Umschläge, hol mir dann den Faden, gehe durch die ersten 2 Schlaufen, hol mir wieder den Faden, gehe durch die nächsten 2 Schlaufen und dann hole ich mir den Faden und gehe durch die letzten 2 Schlaufen. Und das machst du unregelmäßig um den Kreis herum und hast dann sowas wie ein unregelmäßiges Zuckergusshütchen. Am Ende machst du natürlich wie immer eine Kettmasche und beendest das Stück. Ich habe dann noch ein paar bunte Streusel drauf gemacht und das habe ich einfach mit unterschiedlichen Fäden gemacht. Einfach nur einmal drum und fertig ist das Ganze und das kommt dann später auf dem Kopf von unserem Lebkuchenmann. So, die Arme funktionieren genauso wie die Beine, deswegen habe ich das jetzt nicht extra nochmal aufgenommen. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir sie nicht zusammenhäkeln. Jetzt müssen wir die Sachen noch an den Körper dran nähen. Ich zeige das hier einmal an dem Arm und den Rest solltest du dann alleine schaffen. Ich steche also einmal in den Körper ein, natürlich nah am Arm dran, wo ich ihn haben möchte. Du kannst das auch mit einer Nadel befestigen, damit es nicht wegrutscht. Und steche dann in den Arm ein, ziehe den Faden durch
und steche dann wieder in den Körper ein und dann wieder hoch zum Arm. Und das mache ich einmal rundherum, steche dann den langen Faden irgendwo durch und schneide den einfach ab. Das sieht man dann nicht mehr. Und so funktioniert das Zusammennähen. So, wenn du dann alle Teile zusammengenäht hast, dann kannst du deinen Lebkuchenmann so dekorieren, wie du es gerne möchtest. Diese Perlen hier unten habe ich mit einem Fadenring und 4 festen Maschen gemacht und dann einfach eine Kettmasche reingemacht. Mehr ist das nicht. Dann habe ich hier mit Wolle noch ein bisschen Zuckerdeko draufgestickt und die Wangen funktionieren genauso wie die Knöpfe. Die Augen habe ich aus Fimo gemacht. Ich hätte lieber Perlen benutzt, aber ich hatte leider keine. Vielleicht hast du ja so schwarze Perlen und kannst sie dafür verwenden. Dann noch einen Mund dran gestickt und das Häubchen dran genäht und dann ist das Lebkuchenmännchen auch fertig. Wenn du jetzt selber einen Lebkuchenmann häkelst, würde ich mich total über Fotos auf Instagram oder Twitter freuen mit dem Hashtag JustMikuDIY. Und ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!